Moin und guten Tag aus dem Pius Hospital Oldenburg, Abteilung für Gastroenterologie. Ich möchte Sie heute einladen, etwas für Ihre Gesundheit zu tun. Hierzu gebe ich Ihnen ein paar Fakten, Details und interessante Informationen über Darmkrebs und was Sie tun können, um möglichst keinen Darmkrebs zu kriegen. Hierzu gebe ich Ihnen einen Überblick über die Häufigkeit von Darmkrebs, wie Darmkrebs entsteht, was Sie tun können, um möglichst keinen Darmkrebs zu kriegen und welche konkreten Vorsorgeprogramme es heutzutage gibt. Am Schluss werde ich Ihnen auch erklären, wie eine Darmspiegelung im Pius Hospital abläuft. In Deutschland ist der Darmkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen tritt es gleichzeitig auf. Entsprechend haben wir auch die zweithäufigste Krebstodesursache in Deutschland beim Darmkrebs. Es wird geschätzt, dass ungefähr 62.000 Menschen pro Jahr allein in Deutschland neu an Darmkrebs erkranken. 25.000 oder fast 26.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen des Darmkrebs. Um zu wissen, was man gegen Darmkrebs tun kann, sollte man etwas wissen, wie Darmkrebs entsteht. Darmkrebs entsteht aus Polypen. Polypen sind Wucherungen an der Darmschleimhaut, die zunächst mit kleinen Erhabenheiten anfangen, immer größer werden und schließlich ergeben sich große Polypen, in denen sich dann Krebszellen bilden können. Das heißt, das Ziel einer Darmkrebsvorsorge sollte sein, diese Krebsvorstufen auch zu erkennen. 6% der Bevölkerung, das heißt jeder 17. oder 4 Millionen aller heute lebenden Menschen in Deutschland, werden im Laufe ihres Lebens Darmkrebs bekommen. Im Alter von 50 Jahren haben bereits ein Viertel aller Menschen Polypen. Mit 70 Jahren hat bereits jeder Dritte Polypen im Darm, ohne dies zu merken. Das führt dazu, dass dann eben 6% der Deutschen später an Darmkrebs erkranken und etwa 2% auch an Darmkrebs sterben. Jetzt komme ich zum versprochenen Thema: Was können Sie tun? Es gibt eine Reihe von Empfehlungen, die man vielleicht langläufig in irgendwelchen Zeitschriften liest, wo immer wieder das ein oder andere Medikament sogar propagiert wird. Leider haben sich nicht viele Substanzen tatsächlich als erfolgreich herausgestellt. Was man heute weiß, ist, dass ballaststoffreiche Ernährung offensichtlich ein protektiver Effekt ist. Fett, rohes Fleisch und auch Alkohol sollten Sie hingegen meiden. Rauchen ist, wie bei vielen anderen Krebserkrankungen, ebenfalls eine sehr ungünstige Tätigkeit. Zudem sollten Sie sich gut und häufig körperlich bewegen, wobei da eine halbe Stunde bis Stunde am Tag schon ausreichen kann. Sie sollten vermeiden, übergewichtig zu sein und ein Normalgewicht anstreben. Und ganz wichtig, und darauf komme ich heute noch speziell zu sprechen, Sie sollten an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. Substanzen, wie ich schon gesagt, sind weniger interessant. Es gibt ein paar Untersuchungen, zum Beispiel für das Aspirin, die zeigen, dass eine regelmäßige Aspirineinnahme die Entstehung von Polypen und auch von Darmkrebs reduzieren kann. Das erkauft man sich aber bei ansonsten gesunden Menschen mit Nebenwirkungen, die auftreten können. Vorwiegend sind dies Blutungen aus dem Magen-Darm-Trakt. Andere Substanzen sind ebenfalls untersucht, aber auch da gibt es keine eindeutigen Ergebnisse, dass wir das heute empfehlen könnten. Die Heilungschancen bei Darmkrebs sind wie bei vielen anderen Krebsarten auch ganz abhängig davon, entscheidend abhängig davon, in welchem Stadium der Krebs festgestellt wird. In einem sehr frühen Stadium, im Stadium 1, ist der Krebs nur auf die Oberfläche der Schleimhaut im Darm beschränkt. In diesem Stadium ist auch eine Entfernung, zum Beispiel durch eine Endoskopie, also bereits im Rahmen einer Darmspiegelung, möglich. Bei tiefergehenden Krebsformen, die bereits tiefere Darmschichten erreicht haben, ist dies durch eine Operation in der Regel schon sehr gut möglich, sodass auch da eine ausreichende Therapie mit einer alleinigen Operation bereits erfolgreich ist und in über 80% der Fälle zur Ausheilung führt. In noch weiter fortgeschrittenen Krebsstufen sind unter Umständen die lokalen Lymphknoten mit betroffen. Diese werden bei einer Operation ebenfalls mit entfernt. Häufig ist aber dann eine Nachbehandlung mit einer Chemotherapie oder anderen
Systemtherapie erforderlich. Beim Enddarmkrebs kann auch eine Bestrahlung in dem Fall dazukommen. Im letzten Stadium, im Stadium 4, haben die Krebszellen bereits Tochterabsiedlungen in der Leber oder in der Lunge gebildet, sodass dann außer einer Operation im Wesentlichen eine Chemo- oder Systemtherapie erforderlich ist oder auch hier eine Bestrahlung zum Zuge kommt. Dann sind allerdings auch die Heilungschancen relativ schlecht. Soweit muss es aber nicht kommen. In Deutschland gibt es seit 2002 ein Programm zur Darmkrebsvorsorge. Alle Mitbürger und Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung bekommen ab dem 50. Lebensjahr eine Einladung zur Darmkrebsvorsorge. Bei Frauen ist diese Grenze bei 55 Jahren gesetzt worden. Dies impliziert eine Darmspiegelung als Hauptmaßnahme für die Darmkrebsvorsorge. Wenn bei dieser Spiegelung keine schlimmen Befunde erhoben worden sind, dann ist hier eine Wiederholungsuntersuchung nach 10 Jahren etwa empfohlen. Bei Menschen, die keine Darmspiegelung machen können oder nicht wollen oder aus irgendwelchen Gründen keine Darmspiegelung möglich ist, wird ein jährlicher Test auf Blut im Stuhl empfohlen. Andere Maßnahmen, wie beispielsweise ein Bluttest, der in der Erprobung ist, haben sich noch nicht in der Screening-Untersuchung für Darmkrebs bewährt und sind deswegen noch im experimentellen Stadium. Fangen wir mit den einfachen Bluttesten an. Die sind heute immunologisch basiert. Das heißt, es werden Antikörper auf menschliches Blut getestet und menschliches Blut kann damit sehr spezifisch im Stuhl nachgewiesen werden. Also diese Störgrößen wie mal rohes Fleisch gegessen oder so etwas gibt es bei den neueren Testen nicht mehr. Vorteil ist klar, diese Tests sind überall breit verfügbar, in jedem Hausarztpraxen durchführbar. Die Handhabung ist einfach und sie haben sich tatsächlich bewährt, auch was Studien angeht, in der Reduktion von Darmkrebshäufigkeit und auch Sterblichkeit. Deswegen haben diese Teste eine sehr hohe Akzeptanz erfahren. Leider sind sie aber nicht so gründlich und nicht so sicher in der Auswertung, in der Beurteilung wie eine Darmspiegelung. Die Darmspiegelung hingegen ist das, wie man heute sagt, der Goldverfahren, der Goldstandard in der Untersuchung des Darms und wird auch als Vorsorgeuntersuchung angeboten. Der Dickdarm ist komplett einsehbar. Es sind Maßnahmen auch durch das Gerät möglich. Das heißt, es können Probeentnahmen gemacht werden. Es können diese Krebsvorstufen, diese Polypen, entfernt werden bei der gleichen Untersuchung. Damit haben wir die höchste Genauigkeit, die es zurzeit auf diesem Gebiet gibt. Nachteil wiederum ist natürlich, es handelt sich um ein invasives Verfahren. Wir gehen mit einem Instrument in den Körper hinein, wobei natürlich auch in geringen Zahlen auch Komplikationen auftreten können. Die sind aber sehr gering und liegen bei etwa einem halben Promille der untersuchten Patienten. Wichtig ist, und das ist auch ein Nachteil, es muss der Darm komplett gereinigt sein. Wir wollen ja schließlich die gesamte Schleimhaut gut einsehen können mit diesen Geräten. Und da ist natürlich wichtig, dass der Darm sehr gut gereinigt ist und wir die Schleimhaut auch gut beurteilen können. Dieses Verfahren ist natürlich etwas aufwendig, bedeutet eine Mitarbeit auch des Betroffenen und von daher nicht überall unbedingt gerne gesehen. Dass es aber sehr hilfreich ist, das zu machen, das zeigen Daten schon aus den USA. In den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts sind dort die Vorsorgeuntersuchungen gestartet und wir können gut beurteilen an den Kurven, dass mit Zunahme der Darmkrebsvorsorgeuntersuchungen die Anzahl der Patienten, die an Darmkrebs leiden oder auch die daran gestorben sind, zurückgegangen ist. Auch in Deutschland gehen wir davon aus, dass etwa 200.000 Darmkrebsfälle tatsächlich verhindert werden konnten durch diese Darmkrebsvorsorge. 50.000 Erkrankungen wahrscheinlich werden wenigstens frühzeitig erkannt, dass eine bessere Behandlung möglich ist, als man dies in einem späteren Stadium hätte machen können.
Also, das Ziel muss sein, diese Vorstufen, diese Polypen möglichst früh zu erkennen und zu entfernen. Das Dumme ist, diese Polypen machen keine Beschwerden. Das heißt, man merkt sie nicht. Deswegen ist diese Vorsorge umso wichtiger, dass man mit dieser Vorsorgeuntersuchung Polypen erkennt, die noch nicht so weit sind, dass sie irgendwelche Probleme bereiten. Mit unseren Geräten haben wir heutzutage die Möglichkeit, sehr hochauflösend und sehr genau die Darmschleimhaut zu untersuchen. Wir haben Färbemethoden und wir haben Möglichkeiten der Vergrößerung, mit Vergrößerungsoptiken zu arbeiten, sodass wir selbst kleinste Veränderungen gut erkennen können und auch diagnostizieren können. Wir können anhand dieser Oberflächenstrukturen häufig auch Diagnosen stellen. Wir können sagen, was für eine Art Veränderung ist das? Und wir können vor allen Dingen, und das ist das Wichtige, krankhafte Veränderungen sofort entfernen. Es gibt weitere innovative Verfahren zum Darmkrebs-Screening, das Sie vielleicht hier oder da mal gelesen haben. Es gibt die Colon-Kapsel, also eine Kapsel, die man schluckt, die von innen Aufnahmen macht. Es gibt eine Möglichkeit, mit einer CT, also einer Computertomographie, den Darm zu untersuchen. Man kann auch Kernspinnverfahren einsetzen, um den Darm von innen anzuschauen. Diese Verfahren sind alle in der Erprobung und hier und da auch schon ganz gut, bedeuten aber tatsächlich für den Patienten ebenfalls, dass der Darm vorher gereinigt werden muss. Also diese Prozedur des Darmreinigens erübrigt sich dabei nicht. Wenn man dort Befunde findet, dann muss als nächster Schritt eine Darmspiegelung gemacht werden, um diesen Befund zu prüfen und gegebenenfalls auch eine Therapie zu machen. Also eine Darmspiegelung ist dann in vielen Fällen sowieso notwendig. Schön wäre es, wenn wir einfach eine Blutabnahme machen könnten. Ein Bluttest, der uns zeigt, jawohl, ich habe vielleicht Polypen und sollte eine Spiegelung machen lassen oder eine weitere Therapie. Leider sind diese Bluttests, die auch in der Erprobung sind, zurzeit noch nicht so aussagekräftig, dass wir uns darauf verlassen können. Man muss sich das so vorstellen, dass der Polyp schon eine gewisse Größe haben muss, muss einen Anschluss an das Blutgefäßsystem gefunden haben, damit dieser Test überhaupt reagieren kann. Bleibt also letztendlich als beste Maßnahme heutzutage immer noch die Darmspiegelung. Hier ist ein solches Gerät dargestellt und auch ein Instrument, mit dem wir halt durch das Endoskop etwas machen können. Wir können Proben entnehmen und Polypen entfernen, wie ich schon sagte. Entscheidend ist, und das ist der Anteil, den Sie tatsächlich dabei haben, Sie müssen den Darm gut reinigen. Etwa 5 Tage vorher sollten Sie Körnerprodukte vermeiden, Vollkornprodukte, Kiwikerne, sonstiges, was Kerne hat, die lassen sich tatsächlich mit einer Darmspülvorbereitung schlecht entfernen. Am Tag vor der Untersuchung können Sie noch ein leichtes Frühstück und auch ein Süppchen zum Mittag zu sich nehmen. Am Nachmittag fängt die Vorbereitung dann an, indem Sie ein Darmpulver mit einem halben Liter oder Liter, je nach Herstellerangabe, in Wasser auflösen und diese Substanz dann trinken. Dazu muss immer noch eine Menge an Wasser dazu getrunken werden, etwa 1 Liter reicht in der Regel aus. Am Untersuchungstag selber, dann morgens früh, das Ganze nochmal und dann ist der Darm in der Regel so gut sauber, dass man ihn gut beurteilen kann. Medikamente sollten Sie in der Regel weiternehmen. Bei Diabetesmedikamenten oder auch blutverdünnende Medikamenten sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen, ob diese Medikamente weitergegeben werden sollten oder nicht. Um die Darmspiegelung möglichst angenehm zu machen, verwenden wir heutzutage auch im Pius-Hospital durchgehend CO2. CO2 ist Kohlendioxidgas, das wird sehr schnell vom Körper aufgenommen und auch wieder abgeatmet. Ein Gas zum Aufblähen des Darms ist in gewisser Weise notwendig, damit man hinter die Darmfalten auch schauen kann und möglichst nichts übersieht. Sie schlafen bei der Untersuchung. Sie müssen also keine Sorge vorhaben vor unangenehmen Schmerzen oder Missempfindungen. Sie schlafen bei der Untersuchung. Wir haben Sie gut überwacht. Wir messen den Blutdruck, wir messen den Puls, wir messen die Sauerstoffsättigung und können bei Bedarf jederzeit einschreiten, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Also auch mit Vorerkrankungen ist dies in der Regel kein Problem. Die Frage ist jetzt, wann sollten Sie das Ganze initiieren?
Wie bereits gesagt, die gesetzlichen Krankenkassen verschicken Einladungen ab dem 50. Lebensjahr. Das ist auch der Punkt, wo wir empfehlen, mit der ersten Darmspiegelung zu beginnen. Wohlgemerkt, auch dann, wenn Sie nie Probleme mit dem Darm hatten, keine Bauchbeschwerden haben, der Stuhlgang völlig normal ist und Sie eigentlich gar nicht an das Thema Darmkrebs denken. Die Wiederholung sollte nach 10 Jahren auf jeden Fall erfolgen, auch wenn bei der Erstuntersuchung keine Befunde erhoben werden konnten. Etwas anders ist die Situation, wenn in Ihrer Familie bei erstgradig Verwandten, also sprich Eltern, Kindern, bereits eine Darmkrebserkrankung oder auch Polypen aufgetreten sind. Dann sollten Sie etwa 10 Jahre vor dem Auftreten bei diesem Verwandten zu einer Darmspiegelung gehen, um zu schauen, ob bei Ihnen auch das gleiche Problem auftritt. Bei einem Auftreten von unter 60 Jahren bei Ihrem Verwandten sollten Sie bereits mit 40 oder 45 Jahren zur Darmkrebsvorsorge gehen. Es gibt noch weitere Risikogruppen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen möchte, bei denen ein noch früheres Screening, ein noch früheres Vorgehen gegen Darmkrebs notwendig ist, weil diese Menschen ein sehr hohes Risiko haben, an dem Darmkrebs zu erkranken. Im Einzelfall werden Sie dies mit Ihrem Hausarzt besprechen können. Ich möchte zusammenfassen, die Vorsorge durch Darmspiegelung ist sinnvoll, weil Sie damit tatsächlich Krebs verhindern können. Denken Sie an die Entstehung von Darmkrebs aus den Polypen, die erst gutartig sind und später im größeren Stadium bösartig werden. Wir wollen den Krebs möglichst erkennen, bevor er kommt. Wir wollen diese Vorstufen behandeln und damit gar keinen Krebs entstehen lassen. Wir können, wenn es denn schon soweit ist, diesen Krebs möglicherweise in Frühstadien erkennen, wo er noch gar keine Beschwerden gemacht hat, wo Sie davon noch gar nichts wissen. Wir können diese Frühstadien viel besser und genauer behandeln mit einer viel höheren Chance für Sie, was die Überlebenszeit angeht. Und deswegen ist es sinnvoll, diese frühen Stadien auch zu erkennen. Wir können tatsächlich den Tod durch Darmkrebs dadurch verhindern in vielen Fällen. Mit wenig Aufwand für diese Darmspiegelung haben Sie Sicherheit für viele Jahre. Mit modernen Medikamenten ist die Darmspiegelung schonend und schmerzfrei. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an unser Team wenden. Im Pius-Hospital sind wir immer für Sie da. Vielen Dank.